Nun, meine Damen und Herren, der Titel unserer heutigen Folge hieß ja eigentlich Künstliches Wetter und Klima. Und ich fürchte, mein Deutschlehrer in der Schule hätte mir dafür ein Ungenügend gegeben. Thema verfehlt. Ich möchte aber gerade in den letzten Minuten Ihnen noch etwas über die Möglichkeiten erzählen, das Wetter und das Klima künstlich zu beeinflussen. Um das überhaupt zu bewerkstelligen, dazu müssen wir die Naturgesetze, das heißt die Wirkungsweise der Wettermaschine, erstmal richtig kennenlernen. Deswegen habe ich so lange darüber gesprochen. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, das Wetter und das Klima wirklich zu beeinflussen. Man kann das nur dadurch bewerkstelligen, dass wir der Atmosphäre entweder große Energien zuführen oder ihr große Energien entziehen. Denn nur dadurch wird die Wettermaschine in Bewegung gesetzt. Man kann der Wettermaschine, also der Atmosphäre, Energien zuführen, die sie selbst enthält. Und zwar in Form von Wasserdampf. Man kann Kristalle, feine Kristalle eines bestimmten Chemikals, das ist Silberjodid, in die Atmosphäre ausstreuen und dadurch werden Kondensationskerne erzeugt, die dann dazu führen, dass der Wasserdampf sich bevorzugt kondensiert. Und mit jedem Gramm Wasser, das sich aus der Dampfform in die flüssige Form umwandelt, werden 527 Gramm Kalorien frei. Und dadurch kann man ganze Luftmassen in Bewegung setzen. Man kann aber auch die Sonnenstrahlung stellenweise vermindern. Beispielsweise könnte man eine Rakete in den Weltenraum schicken und bei der Rückkehr in die Atmosphäre in einer Höhe von 80 Kilometern, das ist eine kritische Höhe, könnte man Kohlenstaub absetzen, der dann sich verbreitet und wie ein Schirm wirkt und dadurch die Sonneneinstrahlung vermindert. Das sind natürlich noch Probleme, das sind Projekte, die noch weit in der Zukunft liegen. Indessen, ich persönlich glaube daran und deswegen ist gerade die Wetterforschung im Zusammenhang mit der Weltraumwissenschaft für mich ein Lieblingsthema. Ich glaube, dass es möglich sein wird, in den nächsten 50 oder 100 Jahren das Wetter und das Klima künstlich zu steuern. Es ist also so, meine Damen und Herren, wir sind ja jetzt am Ende unserer Sendereihe angelangt. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist eigentlich die beste Antwort auf die Frage, die der Titel unserer ganzen Sendereihe war, was sucht der Mensch im Weltraum? Er sucht Erkenntnisse, um die Erde, auf der wir leben, zu einem besseren Planeten zu machen. Um die Erde, auf der wir leben, zu einem besseren Planeten zu machen. Das Wetter und das Klima künstlich zu steuern. Um die Erde, auf der wir leben, zu einem besseren Planeten zu machen. Das Wetter und das Klima künstlich zu steuern. 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 Um die Erde, auf der wir leben, zu einem besseren Planeten zu machen. Das Wetter und das Klima künstlich zu steuern.